Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem wir gestern Kapitel 2 gezockt haben von Alan Wake, Teil 2, sollten wir heute nochmal eben Kapitel 3 machen. Kamera machen wir unten rechts, das hat mir ganz gut gefallen gestern. Und dann legen wir mal los. Ja, komisch, also auch in meiner Zusammenfassung, 0 Cent Werbung. Das Funkgerät funktioniert aber soll 6 Minuten gelaufen sein gestern. Einfach. Keine Ahnung. Seltsamer Wald. Ist das der... Auch keine Werbung. ...den ich ihn halte? Hä? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake? Guckt ihr über PC, Fernseh, Handy? Er wird zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort. Weil auf dem Fernseher unten habe ich auch nie Werbung. Zurückgezogen hat, noch nie gesehen. Jetzt vielleicht neue Beweise. Okay, bis dann. Bei dir stand es nur. Ja gut, das ist, weil du reingesubbt hast. Ich habe das so eingestellt, dass wer einen Sub dagelassen hat, sieht keine Werbung. Nein, das kann nicht sein. Ich bin draußen. Ja, du bist am PC, ja, okay. Zeus, wie ist denn bei dir? Bist du am Handy? Gut. Dann mal weiter. So. Bis zum Auto dauert es eine Weile. Wake. Alan Wake. Bereiten Sie sich vor, dann geht es los. Handy. Und auch keine Werbung gesehen. Verstehe ich nicht. Ein Adblocker drauf oder so? Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist. Ja. Kommst du mit, Alan? Oder was ist hier los? Es wird dunkel. Wo geht's denn hier raus? Haben Sie eine Schön. Tasche? Ohne Licht ist es nicht sicher. Ich habe ein Nicht, Licht dass du wüsstest. Eine Waffe. Ganz ruhig, Wake. Und die Seiten. Ja, weil du Mod bist, wahrscheinlich auch, ja. Müssen Sie sie sicher aufbewahren. Aber wie gesagt, ich hab's Unser Leben hängt davon ab. So eingestellt, dass wer subbt, sieht keine Werbung. Das spielt er natürlich auch mit rein. Okay, einen Moment bitte. Schon gut. Ja, kommt ihr jetzt mit? Warte mal. Untersuche den vorher gefluteten Bereich. Okay. Ist das der geflutete Bereich? Könnte man meinen. Ist hier nicht der Nightingale angeschwemmt worden? Ich meine, das war hier. Oh, jetzt wird's stressig, Maverick. Jetzt wird's stressig. Oh, ein Hirsch. Ah, vielleicht kommt er mir ja noch. Könnt ihr euch ablösen. Was? So viel? Alles klar, Zeus. Dann gute Nacht. Bei 10 oder 11 Leuten bist du Mod? Das ist aber schon heftig. Noch andere Hobbys. Kann ich da drüber? Nein. Ja, kann man da nicht irgendwie irgendwas drücken? Nein. Eben bin ich mal gespannt, ob das Kapitel hier genauso weitergeht wie gestern Kapitel 2. Das war schon heftig. Switcht immer hin und her. Das ist Stress. Was liegt denn da? Nein. Ja, gestern war heftig. Jede Menge Schießereien und Flucht vor dem ein Vieh. Vor dem Nightingale. Das war mein lieber Mann. Okay, dann suche ich mal den anderen gefluteten Bereich da hinten. Als bester Mod der Welt hat man keine anderen Hobbys. Genau so ist es. Man hat Verpflichtungen. Irgend so eine Vision gab es da nicht, ne? Ich glaube nicht. Durch. Ja.
Ja. Sieht aus, als wäre da nichts zu finden, ne? Oh, guck mal, da geht's hoch. Ach so, warte mal. Der komplette Strand war doch gar nicht erreichbar vorher. Wo sind die Map? Wie war das? M? Ha. Genau, hier war doch alles dicht. Guck mal, das zu. Hier kann man lang. Da kann man doch aber bestimmt hoch. Aber hier ist auch dicht. Können wir dann nur da? Übergang. Da ist Witch's Ladle. Ah ja, okay. Oh, was haben wir da oben? Nein, das ist nicht eingebildet. Das habe ich alles schon erledigt. Man muss auch ein bisschen realistisch sein, ne? Und wenn man der beste Mod der Welt ist, dann ist man halt der beste Mod der Welt. Er verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Das ist die Frage. So. Achso, das ist nur ein neues Lied, ne? Hatten wir ja eh schon. Okay. Dann gehen wir mal. War das jetzt da? Trotzdem hier hoch. Weil da soll es ja nicht weitergehen. Vielleicht finden wir da was. Ah ne, da kommen wir gar nicht hoch. Na siehste. Okay, dann gucken wir hier mal kurz. Da war aber auch nichts. Hier ich sollte mich umsehen. Ja, mach ich doch. Da sich die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Oh mein Gott, bist du lost. Oh. Einen wunderschönen guten Abend, Christian. Hab mich gerade gewundert, wo die Stimme herkommt. Ja, aber da ist doch nichts. Sag mal, bin ich doof? Gab es da irgendeine Möglichkeit, wie heißt das? So eine View zu machen. Genau, die Stimme aus dem Off. Weißt du nicht, wo das herkommt? Ne? Was das Off ist? Ist auch wieder so ein unnötiger Fakt, den ich mal wieder weiß. Kurz gucken, navigieren, Ziel, Nachladen, Taschenlampe, Inventar, Karte. Ne, da war keine Special View. Nö, dann sehe ich hier nichts. Gehen wir weiter. Das Vieh, da konnte ich ja nichts machen. Oder stand ich wieder komisch? Nee. Ich könnte ja schwören, dass hier irgendwo Abdrücke von Nightingale sind. Weil ich meine, der ist hier angeschwemmt worden. Aber ich sehe nichts. Da ist auch nichts. Ja komm, dann gehen wir weiter. Ist hier irgendwas? Nö. Vielleicht ergibt sich da unterwegs noch was. Wochenende? Ja, war gemütlich. Gemütlich. Gestern ja war es ja kurz da im Stream. Hab dann recht früh wieder aufgehört, weil ich dann doch noch ein bisschen erschöpft war. Ja, so ganz gesund bin ich noch nicht. Es wird aber halt immer besser. Ja, und dann kam dann noch ein Kumpel vorbei. Haben noch ein bisschen gequatscht. Das war ganz cool. Ja, ansonsten nix. Krank halt, ne?
Mein Kumpel, der vorbeigekommen ist, ist selber erkältet. Na, also da werde ich nicht viel Schaden anrichten können, sollte ich noch ansteckend sein. Oder sollte ich überhaupt ansteckend sein. Von daher hat das gut gepasst. Oh, eine Kiste. Mit einem Rätsel. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des... Und selbst, wie war dein Wochenende? Okay, das krieg ich hin. Ah, solange es ja nur drei sind, geht's ja noch. Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Denk daran. Sie sehen aus wie wir, aber sie sind es nicht. Sie sind Tiere. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu jagen und auszuweiden. Okay. Inventar voll. Ah, jetzt ist es vergrößert. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Sicky Jackson arbeitet in der Spedition und fährt dann nach Feierabend noch Euro Truck Simulator. Bist ja genauso bekloppt wie ich. Wie gesagt, ich habe das ja auch eine Weile gespielt. Und wie bescheuert. 10, 11 Stunden disponiert den ganzen Tag, die LKWs. Und dann nach Hause gekommen und selber hinter das Steuer gesetzt. Wie verrückt muss man sein. Da habe ich schon einige Stunden da reingeballert. Echt ein cooles Spiel. Aber auch früher schon 18 Wheels of Steel und so. Also ich habe da sehr, sehr viele LKW-Simulatoren gespielt. Und Amerika hat mir eigentlich am besten gefallen. Weil einfach geile Gegenden, wo man da rumgefahren ist. Zum Grand Canyon und so ein Kram. Richtig cool. Oh ja, ETS ist auch geil. Da habe ich meine Base in Mannheim gehabt. Eine von den Bases. Das wurden dann immer mehr. Und ja, war cool. Ach, mir ist im Videoschnitt vorhin aufgefallen, dass das hier ein bisschen dunkel ist. Dann machen wir das doch mal ein bisschen heller. Oder hier, Graphic. Helligkeit. So. Drauf. Mal so. Überdrappelt. Nix. Was ist das denn? Passe dies an die Gamma-Einstellung deines Bildschirms an. Ja. Die sind 20 Jahre alt, die Monitore. Da gibt's nichts einzustellen. Nix drin. Das ist echt dunkel, ne? Mach das mal noch heller. Was ist denn hier? Hm. Ja, da haben wir wenigstens ein richtiges Schwarz, ne? Wollen wir das dann heller machen? Boah, ist noch dunkler jetzt, ne? Nee, warte mal. Warte mal. Graphic. Dann machen wir mal diesen hier. Ja, ich glaube, das ist okay. Und ist ja auch ein Horrorspiel. Da gehört Dunkelheit auch schon ein bisschen dazu, ne? Ah, der berühmte Baum ist offen. Hat die Beine gespreizt. Du kannst eine Schnellwende ausführen, indem du zweimal schnell
S drückst. Oh Gott, Alter. Okay. Ah ja, hier sind wir. Genau. Ah, stimmt. What? Ne, an den Wolf. Geh bloß weg. Oh Gott, Alter. Komm her. Sogar die Tiere verwandeln sich in Monster. Alter. Nichts zu looten. Kein Fell oder Zähne oder Knochen. Okay, warte mal. Wir sollen ja hier ein bisschen untersuchen. Vielleicht finden wir... Oh, das ist auch ein großes Gebiet jetzt, ne? Leer. Alter, wo sind wir denn jetzt? FBI, open up! Oh, Alter. Ah, guck mal, da geht's rüber. Ja, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir jetzt noch nicht. Guck mal, da haben wir eine kleine Kiste. Mit was drin. Da liegt was drauf. Was ist das, der Shelter von Tomatolix? Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Das ist aber nett. Licht. Okay. E. Nee. Jetzt E. Aha. Ein Rätsel. Schnell, bevor die Batterie leer geht von der Taschenlampe. Oh ja. Der Schlüssel. Hier nochmal kurz gucken, aber... Nö. Okay. Na komm, gehen wir mal da lang. Vielleicht... Liegt hier noch was? Nein. So. Mal auf. Und da. Da. Der Kult beobachtet gerade alles. The Kult is watching. Da kommen wir nicht durch, okay. So, kurzer Check, wo wir sind. Was rappelt denn hier? Okay. Da sind wir. Also wir könnten jetzt darüber. Ah ja, das ist der Schutzraum zum Speichern. Da sind wir ja rüber. Relevante Orte. Ja, eigentlich sollen wir ja Ellen in die Stadt fahren, ne? Eigentlich. Komm, wir können ja mal eben kurz gucken, was da los ist da drüben. Da ist die Brücke. Wo geht's da hin? Geht's da wieder... An den Strand runter? Ah ja.
Da, wo wir nicht hochgekommen sind. Und siehe da. Der heutige Fang, ein gelber Barsch und ein mittelgroßer Hecht. Eine Seeforelle ist mir leider durchs Netz gegangen. Kurz vor Sonnenaufgang sah ich eine fremde Person im Wald. Sie hatte ein Fernglas oder eine Art Teleskop dabei und machte sich Notizen. Sie hat mich nicht bemerkt. Gut, ich brauche die Aufmerksamkeit nicht. Der heutige Fang, ein alter Gummistiefel. Ein paar dieser Widerlinge haben sich wieder hier herumgetrieben. Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen, wie immer. Niemand bemerkt einen ruhigen alten Fischer, nicht einmal die Fische. Ja. Okay. Gehen wir mal über die Brücke. Checken da mal die Lage. Oh, eine Kamera. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Aha. Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Mich nicht. Ein Vogel für das Licht. Zwei für die Dunkelheit. Okay, warte. Warte. Da muss ich mitschreiben. Das brauche ich noch. Nimm mal den Zettel hier. Also. Eins. Vogel. Licht. Zwei. Für die Dunkelheit. Drei. Vögel, wenn ein Kampf ausbricht. Vier für eine Schlacht. Fünf Vögel für die Wunden. Sechs für die Geschundenen. Sieben fürs Ende. Okay. Muss ich da Dinge drauflegen? Okay, noch habe ich keine Dinge. Gehen wir mal gucken, was hier alles so rumliegt. Das ist nix. Auch nix. Ah, Vogel. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Okay, ich denke mal, dass wir die Sachen erst im Laufe des Spiels finden und dann im Nachhinein das Rätsel lösen können. Würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall ein Vogel für Licht würde ich mal auf die Sonne packen. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Aha. Der hat uns was dagelassen. Was ist das denn? Ein Hammer? Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Oh Gott.
Mia, vielen Dank für deinen Sub. Hey, krass. Jetzt habe ich den Alert gehört, aber ich habe keinen gesehen. Ich frage mich, was da los ist. Aber vielen Dank, Mia. Vielen Dank. Gesehen hast du aber nichts, Toffel, oder? Weil ich habe jetzt ein bisschen spät hingeguckt. Ich habe es nur gehört. Ja, ne? Gestern war gar nichts. Und dann bin ich nach dem Stream, auf die Seite, wo ich die Alerts eingestellt habe, zum Testen. Und da lief alles wunderbar. Komisch. So, was Talisman ausrüsten? Angriffe lassen Feinde häufiger taumeln. Okay. Wie rüste ich den aus? Indem du sie auf dem Talisman Armband. Was für ein Talisman? Das hier? Aha. Kogan. Siehst du mal. Aber gut, dass du da bist, Mia. Maverick ist gerade im Stress. Der ist gerade noch bei anderen Streamern. Mod. Das passt ja ganz gut. Was war denn 2? Für die Dunklen. Bist du nicht im Stress? Na, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Ja, ich denke mal, wie gesagt, die anderen Teile werden wir später noch finden. Sind jetzt noch nicht verfügbar. Okay. Gehen wir hier mal gucken. Dem neuen Gebiet. Ah, Puppen nicht vergessen. Könnte sie noch brauchen. Was? Die Puppe wieder mitnehmen. Okay. Controller. Geht auch nicht, oder? Also irgendwas stimmt da nicht. Controller wurde abgespielt, aber gesehen habe ich nichts. Gehört habe ich nichts. Schnell vorbeigeflogen, genau. Die ist irgendwo da hinten ins Wasser geplatscht. Hey, irgendwas ist da komisch. Ich meine, das Einzige, was ich geändert habe, ich habe die... Komm doch. Oh. Ich habe nur die 2-Stufen-Authentifizierung von Twitch aktiviert, bin dann aber in jedes Portal reingegangen und habe dann neu verknüpft. Dieser Drache kam auch nicht. Verstehe ich nicht. Ah, bei Owned. Nee, aber die, solange ja nur Sprache ist, das kommt ja. Nur die Animationen kommen nicht. Sehr verwirrend. Okay, mal kurz hier. Ah, falscher Knopf. Ja, irgendwas ist da nicht so, wie es sein soll. Ja, irgendjemand hat da wieder dran rumgespielt. Frechheit. Nachladen. Vergiss nicht, Licht zu fluchten zu benutzen, um dich vor Feinden zu verstecken und im Kampf Heilung zu erhalten. Ja, weiß ich doch. Oh. Der geht nicht. Der natürlich auch nicht. Nein. Okay. Um einen anderen Schlüssel. So. Ich gehe mal davon aus, dass hier gleich jemand kommt.
und mich ärgern will? Ja. Braucht man nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja. Private Hütte können wir auf dem Rückweg machen. Gehen wir erstmal da hoch. Witchfinder Station. Ah ja. Da wären wir eben hochgekommen. Das ist bestimmt ein Speicherpunkt hier, ne? So wie die andere Hütte. Wieder was lösen. Nö. Okay. Oh. Ja, das geht. Ich find's geil. Aber merkwürdig, ne, dass die Soundfiles gehen. Aber die Videofiles nicht. Oder die Animationen. Wieso ist da der Fernseher an? Nix. Morgen. Komm mal Licht. Was ist denn hier los? Oh. Okay, das geht auch. Zwei, fünf, vier, sieben ist es nicht. Da fehlen noch ein paar Zahlen. Gehen wir mal gucken, was wir hier noch so finden. So auf den Tisch gekritzelt oder so? Nein. Sie tun mir wirklich leid. Oh, lebt er noch? Gucken, ob wir da noch eine Zahl finden oder zwei. Die haben verdammt breites Klopapier. Ist das schon mal aufgefallen? Was haben die für fette Ärsche? Sammeln. Oh, ich muss ans Falafel. Falltafel. Felle. Oh, Kult des Baumes. Nee. Was steht da? Dass ihre Opfer wie Tiere sind. Denken. Ja, mach ich doch. Das klappt nur nicht. Hä? Ah, guck mal hier. Da. Siehst du, ganz easy. So, was haben wir noch gesammelt? Da.
Versteckt bei der Brücke in der Nähe des Cauldron Lake. Ha. Versteck am Ufer, jawohl. Okay, was haben wir noch gesammelt? Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Klingt nach Dynamite Deluxe. Yo. Okay. FPC-Akte über die realitätsverändernden Fähigkeiten der Kinderräume. Nein. Bin doch da. Seltsame Puppen. Daher. Das ist eine seltsame Puppe. So, was haben wir hier? Reime von Cauldron Lake. Könnte das... Sieht das falsch aus. Muss es das sein? Genau. So. Reime von Bright Falls. Da haben wir eigentlich noch nichts. Komm. Wir klicken einfach mal durch. So, leer. Fehlen uns immer noch die Zahlen. Funkgerät? Hier ist wieder eine Figur. Wolfspuppe. So. Heldenpuppe. Alles klar, Christian. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Wieder eine Kamera auf dem Kinder-Gehfrei. Laufstall. Merkwürdig. Ja, ab ans Falafel. So. Dann wieder so eine Puppe. Das war hier oben. Dann haben wir noch eine Puppe. Das war wieder so eine Fallakte. Wo hat man denn die hin? Hier, ne? Das ist falsch. Ja, dann da. Ne? Dann hier. Siehst du, ganz einfach. Okay. Ob da Zahlen drin standen? Ja, können wir nochmal gucken. So. Da hinten war noch eine Tür, ne? Mal mit Licht gucken. Wer liefert da denn Pizza hin? Mitten in dem Wald. Waschmaschine. Tipp des Tages. Wenn beim Wandern die Natur ruft, sollte man zuerst die Windrichtung berücksichtigen, bevor man sein Geschäft verrichtet. Oh ja. Beobachtung. Ausflügler haben die Äste von einigen Bäumen unten am See abgebrochen, um ein wildes Feuer zu machen.
Ich habe versucht, einige der Schäden zu beheben und das Gebiet gewässert. Vielleicht sollten wir mehr Hinweisschilder aufstellen. Ich habe auch einige Fährten gefunden, die ich nicht zuordnen konnte. Ziemlich große. Ein Vielfraß oder verschmierte Fußspuren. Wie auch immer, sie verliefen in seltsamen, unerklärlichen Mustern. Vielleicht stammen sie von einem kranken Tier. Ich werde die Augen offen halten. Gedicht des Tages. Die schlummernde Sonne weiß nichts von den Leiden der Menschen, die sich winden und wenden, sich sorgen und quälen und sich nach ihrem seligen Schlummer sehnen. Beobachtungen. Habe einen Haufen Müll aufgesammelt, den die Touristen hinterlassen haben, obwohl ich sie darauf hingewiesen habe. Menschen sind das Schlimmste. Gedanke des Tages. Jede stattliche Kiefer war einst nur eine kleine Eichel. Es wächst viel nach in der Gegend. Einige der Setzlinge, die ich früher gepflanzt habe, gedeihen prächtig. Das muss an dem vielen Regen liegen. Mir macht er auch nichts aus. Ich liebe das Geräusch beim Einschlafen. Schon erstaunlich, was eine gute Nachtruhe und eine warme Tasse Tee bewirken können. Ja. Passwort hätte mir jetzt aber mehr zugesagt. Dann will ich mal kurz. Da war ja noch ein Tisch und eine Bank. Vielleicht ist da was eingeritzt. Bevor wir da auf die Akten gucken. Da ist nichts. Spielzeugauto. Ah, guck mal, hier ist wieder so ein Ding. Da ist noch einer dieser Reime. Gut, aber aufschreiben brauchen wir uns den nicht. So viel haben wir gelernt. Ein mutiger Held verließ sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Ja, die Heldenfigur Hammer. Doch aus den Wäldern kroch der Isegrim. Nur Böses hatte er im Sinn. Und alles, was er fand im Haus, fraß gierig schlingend er dann auf. Und als der Held zurück eins kam, von seinem Liebchen blieb ihm nur ein Arm. Aha. Vielleicht da drauf stellen, ne? Die Heldenpuppe. Ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Puppen, um das alles nachstellen zu können. Das denke ich schon. Nein, hier ist nichts. Da ist auch nichts. So, hier sind wir hochgekommen, ne? Ja. Gehen wir mal auf der Veranda gucken. Nein. Nein. Okay. Der Schatten wirft ja auch nicht irgendwie Zahlen an die Wand, ne? Okay, 6 Stellen waren das, ne? Manuskriptseiten. Naja, da ist ja aber auch nichts. Dann. Ja, das Standard-Emote. Ja, ich hab eine E-Mail gekriegt von Twitch, dass mein Emote-Upload-Seite fertig ist. Jetzt muss ich halt nur Emotes hochladen. So ein bisschen Ideen habe ich schon, aber ich muss erstmal rauskriegen, wo man das am gescheitesten macht. Ich war bei Owned Pro, war ich drauf. Oder bei Owned. Weil da habe ich auch ein Konto. Und da gefallen mir aber die Emotes nicht so. Jetzt habe ich mir ein Video angeguckt von einem
streame, der schön erklärt, wie man einfach Screenshots von seinem Gesicht macht und dann halt per Morph, ne, was ich bei O dann halt den Mund groß macht oder die Augen groß macht und so und kann sowas verwenden. Aber ja. Du hast einen Emote-Künstler. Das ist ja cool. Ja, niedlich. Niedlich nicht unbedingt. Ich würde gerne ins Wikinger-Theme reingehen. Also zum Beispiel bei verschiedenen Abo-Stufen. Mjölnir, ne, also den Thorshammer. In verschiedenen Farben. Ne, Platin, Bronze, Gold, Silber. Sowas in der Art. Ja, comic-mäßig ist gar kein Problem. Comic-mäßig ist kein Ding. Nur müsste es halt so dieses Wikinger-mäßige sein. Etsy. Ja, wie gesagt, ich muss mich da mal genauer mal schlau machen. Ich habe nur unten am Fernseher habe ich mal ein paar YouTube-Videos geguckt. Und Leo bietet halt Hilfestellung bei solchen Dingen. Leos Mind heißt er. Und hat halt gezeigt, wie man es machen kann. Ne, mit einem schönen Programm, wo er noch hat, ein kostenloses. Da brauche ich aber halt Zeit dafür und muss gesund sein vor allem. Gestern Mittag wollte ich da mal ein bisschen gucken, aber ich dachte, ich kann nicht so lange sitzen. Das geht nicht. Heute geht schon besser, klar. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit dafür. Ja, meine Nichte hat mir auch angeboten, letztes Jahr sogar schon, dass sie mir so Dinger macht, die... Was ist die? So Grafikdesignerin. Ne? Also hat für Magazine gearbeitet, wo sie dann Fotos gemacht hat, die dann entsprechend bearbeitet und so. Ist natürlich auch jemand, der mir da helfen kann. Die braucht nur Entwürfe. Ne? Dass ich irgendwas hinkritzel oder so, schicke das rüber und die wird mir das dann fertig machen. Die hat nächste Woche Geburtstag übrigens. Ja, da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Falls ihr Ideen habt für Emotes, was man so machen kann, sagt ruhig Bescheid, ne? Schreibt es gerne in Discord oder so. Du hast auch nächste Woche Geburtstag. Wann ich hab? Am 7.10., 7. Oktober. Hat Toffel heute Morgen auch schon gefragt. Das Jahr, 1979. So, guck mal hier. Das sind ja viel zu viele Stellen. Ja, genau, Waage. Was bist du denn? Also ich kenne mich nicht so gut aus mit... sind das Aszendenten, sagt man das so? 30.06. Die kann man das ja mal alles so notieren, ne? Für Schabernack treiben. Brauche ich mal einen anderen Zettel. Like. 30.06. Nee, halbe Jahrhundert noch nicht. Das noch nicht. Das dauert nur 5 Jahre. Ja, aber 45 ist schon heftig. 2.2. Das wäre auch ein geiles Datum. Hatten wir es nicht schon mal davon? Mir kommt das gerade bekannt vor. Oder habe ich ein Déjà-vu? 2.2.82. Das kommt mir sehr bekannt vor. Vielleicht haben wir darüber schon mal gesprochen. Oder ich habe einfach die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Ich beweise es euch. Ich glaube, ich schreibe jetzt 2547. Gibt's ja gar nicht. Oh, das ist grün. Ich dachte, da kommen noch mehr Zahlen hin.
Dr. Marmont und Dr. Marmont. Okay. Sollen wir mal versuchen mit den Lottozahlen? Habe ich dir ja schon mal gesagt, ne? Die Lottozahlen. Hoppala. So. Hier ist das angekündigte Update zu den ersten Experimenten des Projekts. Die benutzten Testobjekte waren Plastikfiguren, Teddybären, Spielzeugautos und Babypuppen. Die Hypothese war, dass die ikonografische Natur der Testobjekte für diese Forschung von Vorteil sein würde. Testergebnisse negativ. Ich werde die Tests mit verbesserten Objekten und Szenarien fortsetzen. Eine Antwort Ihrerseits ist nicht erforderlich. Okay. Ich habe Ihre positive Bewertung meines Projektvorschlags erhalten. Vielen Dank. Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass mein akademisches und auch mein Freizeitfachwissen in den Bereichen Mythologie, Folklore und Schriftstellerei dem Projekt die nötige Glaubwürdigkeit verleihen wird, und zwar sowohl bei der Leitung des Projekts als auch bei der Erstellung des Testmaterials. Ja. Und klar. So. Hier war doch was, ne? Ne. Alles in Butter. Na gut, dann können wir da wieder abhauen. Da ist der Tisch, den ich gemeint habe. Ne, da waren wir vorhin. Da lag doch die eine Seite. Wo sind wir hier hochgekommen? War das hier? Da. So, wir wollen ja wieder zurück. Können wir da abkürzen? Guck mal, hier ist zu. Flussufer. Dann will ich da hin. Dann gibt es da bestimmt was zu entdecken. Ein kleines Geheimnis oder so. Da. Brauchen wir auch einen Schlüssel. Na, was ist denn hier? Ein Vogelhäuschen. Hä, wo sind wir jetzt? Ah ja. FBI, open up. Keiner da. Hätte sein können, dass da der Schlüssel drin ist. So, wo geht's da hin? Nirgendwo hin. FBI, da ist es. Kommen Sie raus! Ja, nicht die Munition verschwenden. Ja, ich habe gehofft, dass da, wie gesagt, ein Schlüssel drin ist, der dann rausfällt. Erschrocken. Gestern hätte sich erschrocken bei dem Stream. Alter Schwede. Ich bin so zusammengezuckt. Also gestern war richtig heftig. Musste ich dann durch so eine Spiegelwelt flüchten und bin verfolgt worden von dem Nightingale. Und dann hat er mich ein paar Mal erwischt. Und geil. Ich habe dann auf den geschossen und bei jedem Schuss ist so ein Stück Haut und Fleisch abgefallen. Und ich habe den viel auf die Brust geschossen. Da war dann irgendwann die ganze Haut war weg, vorne vom Brustkorb. Und dann haben die Rippen rausgeguckt und ich immer weiter geschossen. Und die Rippen sind immer weiter auseinandergegangen, bis er dann umgefallen ist. Also das ist geil gemacht. Da konnten sie nicht. Oh. Werbung geht gleich los, steht da. Abfahrt! Da habe ich mir sicher, so ein Szenario wird dann nochmal kommen. Ah, guck mal hier. Ah, Futterknopf.
das etwa eine Möglichkeit, über den Fluss zu kommen? Ab in die Werbung, genau. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Witch's Hut, ja. Ach Gott, wie geil ist das denn? Sind wir voll abgekürzt hier. Ach, ich drücke immer falschen Knopf. Dominik, guten Abend. Na, freust du dich schon auf deinen letzten Tag morgen? Oh, das ist wieder Wolfie. Komm. Ich mach dich kaputt. Ja, dann halt nicht. Oh doch. Blödes Viech. Und wieder kein Loot. Ja, geht. So, da stand was von relevanter Orte, ne? Auf dem Map. War da ja schon ein paar Mal drin, ne? Warum sollte da jetzt relevanter sein? Reizer. Reizer. Da ist doch nichts. Komisch. Ja, auf jeden Fall. Das macht schon Spaß da drin, ja. Oh. Ah. Erkunde dich bei Fortuna an der Kasse. Oh. Was war das? Drei? Drei Zahlen? Okay. Ich schreibe mal mit. Ist auch eine Möglichkeit, seinen Block leer zu machen. Der übrigens geil ist. Das ist eine Holzpalette mit Papier drauf. So, 705 oder 713 oder 717 oder 723. Da gibt es noch eine Möglichkeit. Da, Toffel, da hast du deine Lottozahlen. Ah, Werbung. Da hast du deine Lottozahlen. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Genau, nächste Werbung. Fräulein Agnieszka. Handlesen und Blick in die Kristallkugel. Traumdeutung. So, dann schreiben die halt auch nochmal auf. Ne? 202 oder 555 oder 137. Hier ist ja nichts, ne? Nee. Aber das, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Jo. Don't forget update code. Dann probieren wir mal, ne? Weil das ist ein. Das ist eine Uzi, ne? Wenn ich das richtig sehe. Uzi. Also. Machen wir halt 705. Anscheinend nicht. Dann 713.
Auch nicht. 717. Oder muss ich da irgendwie... Nee, ne? Nö. Nee. Okay, dann 723. Auch nicht. 202. 202. 555, das wäre ja übel. Nee. 137. 137. Nee, keiner von denen. Warum? Was brummt denn da? Okay, nochmal ab in die Kasse. Ein schwebendes Fernglas. Sonst ist da nichts, ne? Irgendwo versteckt, was man nur aus dem Winkel hier sieht. Alles schon erlebt? Nee. Telefon. Das ist ja mal wieder komisch, ne? Das ist sicher nicht relevant. Mhm. Das sind dieselben Zahlen wie auf dem Lottoschein. Ja, wie soll ich denn da eine dreistellige Nummer rausmachen? Das ist auch... Guck mal hier, warte mal. Mal die 745 mit aufnehmen in unser Repertoire. Ja, der Lottoschein. Was? Wie? Warum? Okay. 05 13 17 23 39 45. Ich weiß nur nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Also gar nicht. Okay. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr ruhig Bescheid sagen. Bin zu doof. So, die 745 können wir dann nochmal versuchen. Ne, ist auch nicht. Ja, aber was... Lottozahlen, was soll ich denn damit machen? Soll ich mal die Quersumme ausrechnen, ne? Oh Gott. Okay.
10, 17, 19, 22, 25, 34. Das bringt jetzt aber auch nichts. Man könnte die mal alle zusammenrechnen. Oder mache ich aber den Taschenrechner an. Ja, das geht leider nicht, Toffel. Da geht leider nicht. So. Rechner. Wo ist er? Rechner. Also, 5 plus 13 plus 17 plus 23 plus 39 plus 45 wäre 142. Okay, schauen wir mal. Weg mit dem Rechner. Da. Okay. 142. Was weiß ich. Wer braucht schon so eine Uzi? Ne, gar nicht, so Schrotflinte. Aber die könnte ich schon gebrauchen. Tja. Gibt es noch eine Möglichkeit? Und zwar, pass auf. Okay, ich vermute mal, dass es die 739 ist. Warum kann ich es nicht sagen? 7, 3, 9. Da. Nein, Inventar voll. Oh, what? Scheiße. Sieben, drei, neun. Keine Ahnung, wie die da drauf gekommen sind. Aber ja. Okay, was habe ich denn hier alles? Ach, guck mal. Ich habe gar keine Energie mehr. Vollständig. Das würde helfen. Das macht so viel. Das macht so viel. Das macht so viel. Pass auf. Wir nehmen jetzt einfach mal das. Ausrüsten. Heilen. Hahaha. Ich hab eine Schrotflinte. Du kannst Waffen aus dem Inventar in der Schnellauswahl zuweisen. Du kannst auch Heilmittel und Wurfobjekte. Ja, ehrlich? Wie? Ah, Schnellauswahl, guck an. Oh, das ist ja geil. Pass auf, dann machen wir das nach oben. Ja. Dann machen wir die Knarre. Machen wir dahin. Dann machen wir. Welche nehmen wir denn? Wir nehmen die. Packen die da unten hin. Packen die. Dahin. Was haben wir noch? Leuchtfackel. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Die packen wir mal dahin. Was haben wir noch? Schrotflintenmunition. Batteriepack. Das benutzt ihr alles automatisch.
Handwaffenmuni. Okay, dann können wir die noch dahin packen. So. Jetzt stellt es mir nur noch die Frage, wie komme ich in das Schnellauswahlmenü? Krieg ich raus. Steuerung, so. Was soll ich denn da gehen? Schnellauswahl, ah ja. 1, 2, 3, 4. Mhm. Okay, warte mal, das ist aber tricky. Das ist der Kram. So, nur mal kurz gucken. Ah ja, hier. Das ist eins. Jetzt lass doch mal. So, okay. Nehmen wir eins, ist da, das passt. 2 für die Waffen, dann nehmen wir 3. Machen wir hier hin. Und das dann hier hin. Und das. Hallo? Machen wir da hin. So, und dann steht es hier auch schön. 1, 2, 3, 4. Gut, sehr gut. Also 2 sind die verschiedenen Waffen. Oh Gott, Alter. Okay. Ja, da haben wir schon. Gut. Da haben wir wieder ein bisschen Energy. So, wo sollen wir eigentlich hin? Zurück sollen wir doch, ne? Ah ja, guck mal, da muss ich hier hoch. Warum ist der zu? Für die Spannung wahrscheinlich. Spielten Karten im Warenhaus. Was? Hä? Was ist hier denn los? Mal gucken. Ja, die haben hier Karten gespielt auf dem Tisch. Da. Die Karten sind weg. Ein paar Jetons sind noch da. Ich höre sie. Gehen wir mal gucken. Siehst du, da ist jemand. Wachen in der Nacht.
Hallo. So geht das. Ja, guck. Wie das zerfetzt. Geil. Schön. Ah, die Trafostation ist das da oben. Aber warte. Gerade mal gucken, ob sich hier was Neues ergeben hat. Aber ich glaube nicht, ne. Komm, dann gehen wir mal hoch zur Trafostation. Das ist nämlich... Das ist dann nämlich auch der Weg zurück. Wir sind jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Wir sehen uns am Parkplatz. So. Warum Alarm? Was ist passiert? Wo sind die Jungs? Die beiden. Ja, das hatten wir ja schon gelesen. Ne. Alles beim Alten. Warnung. Aktivität erkannt. A, W, E. Ereignis im Gange. Caldwell. Was soll A, W, E bedeuten? Casey, was genau ist die Aufgabe des FPC? Als ich nach New York nach unserem Freund hier suchte, tauchte ihr Name auf. Ich forderte sie auf, mir alle Akten über ihn zu geben, aber ich wurde abgewimmelt. Sie tauchen immer auf, wenn etwas Abgedrehtes passiert. Sie sind hier präsent, aber suchen wir jetzt unseren Autor. Wie wär's damit? Ja, da war ich ja schon. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Ne, alles beim Alten. AWE. Okay, vielleicht kriege ich die Klappe daneben auf. Nehme ich die da? Ne, die haben sie geschlossen. Ja, dann ist das so, ne? Dann hauen wir hier mal ab. Links. Dieses links. Wollte gerade sagen, nicht, dass sie abhaut. Ja, sicher. Weg hier. Mr. Wake. Wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen?
Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du noch mal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren voll Namen geil gemacht, ne? Erkennen. Vergeudet. Ja. Scratch. Ja, ist es. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Am liebsten würde ich das täglich streamen. Das ist ein verrücktes Durcheinander. Das soll nicht in Vergessenheit geraten. Albtraum. Es macht... Mal gucken. Es macht keinen Sinn. Ich erinnere mich.